Wir sind ja eigentlich heute hier zusammengekommen, um über die Gesamtsituation in unserem Land zu reden. Ich denke, viele von euch waren ja auch in den letzten 2,5 Jahren schon fleißig mit auf der Straße, haben dort ihren Protest bekundet, haben offen kundgetan, dass das, was hier in dem Land läuft, so nicht mehr unser Einvernehmen findet. Und ich denke, keiner von uns war in den letzten 2 Jahren auf der Straße gewesen, nur weil ihm das eine oder vielleicht das andere Thema auf Nägeln gebrannt hat, sondern ich denke, wir spüren, dass es in diesem Land, besser gesagt in diesem Staat, mit den Maßnahmen, und damit meine ich jetzt nicht mal Corona, sondern auch was zum Beispiel diese Russland-Sanktionen und so weiter betrifft, dass es hier sukzessive bergab geht, dass unser Land geradezu niedergewirtschaftet wird. Also wir haben miterlebt, dass wir in den letzten 2,5 Jahren mit völlig hirnverbrannten Maßnahmen drangsaliert worden sind und haben zu Recht dafür eingestanden, dass unsere Freiheit nicht eingeschränkt wird. Und nachdem wir im Prinzip der letzten 2,5 Jahre unserer Freiheit beraubt worden sind, befinden wir uns nun im finalen Raubzug. Und zwar geht es jetzt nicht mehr darum, dass man uns die Freiheit noch rauben möchte, die haben sie schon geraubt. Denn wenn man sich als Pflegekraft zum Beispiel einer medizinischen Behandlung unterziehen muss, die man eigentlich gar nicht möchte, nur um seinen Beruf ausüben zu dürfen und sein Geld damit verdienen zu dürfen, dann ist von Freiheit in diesem Land einfach nichts mehr übrig. Das muss man so feststellen. Und jetzt geht es eben darum, dass man uns, nachdem man uns die Freiheit geraubt hat, jetzt auch noch den Rest unseres Vermögens raubt. Dass man uns im Prinzip zum Vieh dieses sogenannten Great Resets macht, dass wir die sind, die jetzt zum Spielball der Globalisten, zum Spielball der globalen Elite gemacht werden und wir deren, ich nenne es mal, deren Dreck bezahlen sollen. Denn jeder, der ein bisschen mit Sachverstand, mit Vernunft einfach nur rangeht, hat auch von Anfang an gesagt, dass diese Maßnahmen, die man damals gegen Corona und jetzt gegen Russland verhängt hat, dass die weder nützlich sind, also um das Ziel zu verfolgen, also dass der Ukraine-Krieg zum Beispiel beendet wird, das ist ja jetzt nach fast einem halben Jahr immer noch der Fall, dass da gebombt und gemordet wird auf allen Seiten. Also da hat man das Ziel komplett verfehlt. Genauso war es ja bei Corona gewesen. Man weiß ja heute noch viel besser als damals, weil wir das ja schon instinktiv gesagt haben, dass diese Maßnahmen nichts bringen, dass diese Maßnahmen einfach auch nichts gebracht haben. Dass es nichts gebracht hat, 2 Jahre lang mit Gesichtsmittel einkaufen zu gehen, dass es nichts gebracht hat, die Leute zur Impfung zu drängen und dass es nichts gebracht hat, die Leute zu Hause einzusperren und denen zu sagen, ihr dürft nicht in die Kneipe gehen, ihr dürft euch nicht auf der Straße zum Demonstrieren treffen. Das alles hat de facto nichts gebracht. Denn in Ländern, wo man diese Maßnahmen nicht verhängt hat, sieht man ja, dass es genauso abgelaufen ist wie bei uns, was diese Krankheitsentwicklung angeht. Stichwort Schweden. Aber natürlich haben viele Leute damals gesagt, ja gut, das ist ja vorübergehend und wir machen jetzt mal ein bisschen mit und wir lassen uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wie oft auch immer mal spritzen und irgendwann, wenn wir Corona mal überstanden haben, dann dürfen wir vielleicht mal wieder dieses und jenes machen. Jetzt sind wir aber in der Situation, dass es wirklich auch ans Eingemachte eines jeden geht. Also auch die, die in den letzten 2 Jahren der Meinung waren, dass sie müssen nicht für ihre Freiheit auf die Straße gehen, weil es denen ja eigentlich ganz gut geht. Sie durften zwar nicht arbeiten, sei es als Friseuse oder als Gastronom, aber das staatliche Helikoptergeld kam ja vom Himmel gefallen und hat alle finanziellen Sorgen davon geweht. Das war ja leider die Auffassung vieler gewesen. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass verdammt wenige Gastronomen mit uns auf der Straße waren. Und ich habe mich am Anfang gefragt, warum ist das so? Aber haben wir dann schnell zusammengereimt, dass das natürlich an dem Schweigegeld liegt, das den Menschen dort überwiesen worden ist. Es gab ein paar aufrechte Gastronomen, die waren mit auf der Straße, aber es waren gemessen daran, wie viel Leid dieser Branche angetan wird, einfach viel zu wenig gewesen. Und ich hatte damals und auch schon viele andere, vor allem hochdotierte Ökonomen, die das noch viel besser erklären können als ich, die haben gesagt, es kann nicht gut gehen, wenn der Staat ohne Ende Geld in den Markt pumpt, wenn Schulden gemacht werden, um Leute fürs Zuhausebleiben zu bezahlen. Denn nichts anderes war es ja, was man die letzten 2,5 Jahre mit Lockdown-Maßnahmen und so weiter gemacht hat. Jeder, der ein bisschen mitdenken kann, weiß, dass wenn Geld verschenkt wird, ohne dass eine Gegenleistung dem entgegensteht, ist das Geld eigentlich nichts mehr wert. Und genau das erleben wir jetzt unter der Überschrift Inflation.
Und deswegen ist es ja auch so schändlich und auch so dumm dreist von dieser Regierung und von ihren Helfershelfern, was insbesondere die Medien sind, das darf man, denke ich, hier so ganz konkret mal so nennen. Deswegen ist es so dumm und dreist zu behaupten, dass das, was wir jetzt in den Geschäften erleben, was unsere Lebensmittelpreise betrifft, was natürlich vor allem die Energiepreise betrifft, dass das eine Folge von bösen Russen in der Ukraine ist. Also liebe Freunde, das ist wirklich dermaßen primitiv, uns für so dumm zu halten, wie uns das, wie die Regierung das macht. Also ich denke, jeder, der ein kleines bisschen in Mathematik oder in Wirtschaftskunde oder wo auch immer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dass das, was wir momentan erleben, nicht die Folge dessen ist, dass in der Ukraine Bomben fallen, sondern dass das die Folge von zum einen jahrelanger falscher Wirtschaftspolitik ist, dass das die Folge dieser Corona-Maßnahmenpolitik ist und dass das natürlich ganz massiv die Folge dieser Sanktionspolitik ist, die man gegen Russland fährt. Und ich denke, kein Mensch findet es gut, wenn irgendwo Krieg stattfindet und wenn Menschen umgebracht werden. Also ich persönlich, ich kann das nicht gut finden, was die Russen dort in der Ukraine veranstalten, weil ich selber auf dem Standpunkt stehe, dass wenn ein Volk, wenn eine Nation souverän ist, hat man das zu akzeptieren. Wir selber haben ja auch als Freie Sachsen zumindest den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen für uns als Sachsen gewisse Freiheitsrechte, dass wir eben nicht aus Berlin durchdiktiert werden, dass wir eben wie bei den Corona-Maßnahmen alles so hinzunehmen haben, wie es von oben angeordnet wird, sondern wir wollen für uns vor Ort selber entscheiden, wie unsere Politik aussehen soll. Und dieses Recht, das steht natürlich meines Erachtens jedenfalls, ich kann man gerne auch anders sehen, auch nur Ukraine zu. Was natürlich da die ganze Korruption und diesen Schauspielerpräsidenten und so weiter betrifft, das ist mal ein ganz anderes Thema. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, das Grundprinzip zu beschreiben. Und wenn die Russen dann der Meinung sind, sie müssen dort einmarschieren, ist das für mich erstmal, auch wenn man natürlich da auch nachvollziehbare Argumente dafür bringen kann, das will ich gar nicht wegleugnen, ist das natürlich für mich erstmal ein Punkt, wo ich sage, ich finde das nicht in Ordnung. Und was aber von Anfang an auch mein Reden war, auch als wir das letzte Mal hier im Show bei uns getroffen hatten, dass es völlig absurd ist zu glauben, dass wir mit solchen Sanktionen irgendetwas bewegen können. Wir werden vielleicht nicht erinnern, weil wir zu jung dafür sind, aber zumindest haben wir ein gewisses historisches, geschichtliches Bewusstsein, was uns 1945 auch hier in der Region widerfahren ist. Da waren die Russen schon mal da gewesen und sie haben nicht viel hier gelassen. Also von Gleisen, die demontiert worden sind, bis zu Fabrikanlagen, da ist vieles auf russische Eisenbahnwaggons verladen worden und irgendwo in der Taiga oder sonst wo verendet und liegt zum Teil heute noch dort rum und verrostet vor sich hin. Also wir haben auch unsere Vorfahren haben miterlebt, was auch für Elend teilweise dort angerichtet wurde. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber Massenvergewaltigungen im Osten und so weiter, das hat es ja alles gegeben, das ist alles historisch nachweisbar. Und man weiß, dass die Russen dort mitunter auch zu Mitteln greifen, die wir nicht für gut empfinden können. Aber man weiß eben auch, dass die sich davon nicht beeindrucken lassen. Und es ist ja völlig absurd zu glauben, dass wir, wenn wir jetzt sagen, du kriegst jetzt von uns keine Mikrochips mehr und du darfst jetzt hier diese und jene Produkte von uns nicht mehr kaufen, dass die Russen jetzt sagen, na gut, jetzt lassen wir die Ukraine mal in Ruhe. Sondern es war ja völlig absehbar, dass diese ganzen Maßnahmen, diese Sanktionen nur zum Bumerang gegen uns selber werden können. Und da muss man auch mal noch in die jüngere Geschichte zurückschauen und sich mal vergewissern oder vergegenwärtigen, weshalb diese Sanktionen, die man natürlich verkauft als Russland-Sanktionen, weshalb die eigentlich verhängt worden sind. Ein Robert Habeck, der heute Wirtschaftsminister ist, hat vor ein paar Jahren gesagt, so sinngemäß, ich habe es nicht ganz exakt wörtlich, aber ungefähr inhaltlich passt schon so, er hat gesagt, hallo Herr Putin, Sie kennen mich vielleicht noch nicht, aber ich bin's, der Robert Habeck. Und wenn ich Bundeskanzler bin, dann werden wir dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen wird. Das hat der Robert Habeck, ich glaube 2016 oder 2017 im Bundestagswahlkampf damals als Kandidat der Grünen so publik gemacht. So, und jetzt ist dieser Mann ein paar Monate im Amt und schon wird diese Pipeline Nord Stream 2 eingestellt. Und wie verkauft man das? Als Wunderwaffe gegen den russischen Aggressor.
Auch da, lieber Herr Habeck, wollen Sie uns denn ernsthaft für so blöd verkaufen, dass wir ernsthaft Ihnen abkaufen sollen, dass diese ganzen Sanktionen dazu dienen, Frieden zu stiften? Nein, Herr Habeck, diese Maßnahmen, die Sie dort verhängt haben, diese Sanktionen, die dienen einzig und allein dem Zweck, Ihre ekelhafte grüne Ideologie in unserem Land durchzusetzen. Die Grünen haben schon vor Jahrzehnten gesagt, der Liter Benzin muss irgendwann mal 5 Mark kosten. So kam zwischendurch noch eine Währungsumstellung, wo man scheinbar die Preise mal halbiert hat, was natürlich jeder, der es damals miterlebt hat, weiß, dass das nicht der Fall war. Die Preise waren schnell wieder da wie vorher, nur die Einkommen waren es halt nicht gewesen bei der Euro-Umstellung. Und wenn man heute mal einen Spritpreis von 2,30 €, 2,40 € umrechnet, dann ist man von den 5 Mark wirklich nicht mehr weit weg. Und ich war heute Nachmittag mal im Böhmischen unterwegs gewesen und bin dort mal an eine Tankstelle rangefahren. Da stand an der Tankstelle dran der Diesel, also ich war ein Dieselfahrzeug, bin auch stolz drauf, stolzer Dieselfahrer, finde das auch eine tolle Technologie, die wir Deutschen da entwickelt haben. Da stand ein Preis an der Zapfsäule oder beziehungsweise an der Säule von 1,74 €. Für Liter Diesel. Da habe ich mal das Handy rausgenommen, habe nochmal geschaut, wie viel kostet denn gerade auf sächsischer Seite. Ja, da war es dann so 2,12 € oder so. Kottendorf hat es da angezeigt, war dann, glaube ich, die nächste Tankstelle gewesen. Also, ja, so Pi mal Daumen 40 Cent Differenz. Und dann schaue ich so, dann stand dort ein LKW an dieser Tankstelle, ein Tanklaster, und hat dort offenbar Lieferungen gebracht. Und dann schaue ich so hin, jetzt ratet mal, was da für ein Kennzeichen hatte. Es war kein tschechisches Kennzeichen, sondern ein Chemnitzer Kennzeichen. Wir hatten es drauf. Weil, er sagt schon, die Tankstellen, egal ob auf sächsischer oder auf böhmischer Seite, die werden ja zum Großteil von unserem Sprit, von unserer Raffinerie hier beliefert. Ja. Das heißt, ich habe heute in Kommendau Kraftstoff getankt, der in Hartmannsdorf verladen wurde. Ja. Und jetzt muss man sich aber auch mal vor Augen halten, dass die Tschechen, meines Wissens nach, einen minimalen Tankrabatt verhängt haben. Ich glaube 3 Kronen, also das sind dann so ungefähr 10 Cent wie mein Daumen, was die da an Tankrabatt verhängt haben. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass der Spritpreis bei uns, also beim Diesel zumindest, und in Böhmen immer ungefähr gleich war. Da gab es keine großen Unterschiede, das waren mal 10 Cent, vielleicht mal günstiger an der Spitze. Jetzt sind es aber 40 Cent Unterschied. Und uns sagt man hier, dass bei uns der Sprit so teuer ist, weil die Ölkonzerne den Sprit ja so teuer verkaufen. Aber nun frage ich mich, wie kann es denn sein, dass unser Sprit aus Chemnitz hinter der Grenze für 40 Cent weniger verkauft werden kann als bei uns, wenn doch angeblich der Spritpreis so teuer ist und es nicht der Staat ist, der den Preis so teuer macht. Macht unser Wirtschaftsminister, da kann ich nicht rechnen. Jeder, der diese einfachen, alltäglichen Dinge beobachtet, liebe Freunde, der weiß doch, dass wir hier in einem System der Lüge leben. Der weiß, dass wir ja nicht mit ehrlichen Menschen in der Politik oder von ehrlichen Menschen in der Politik regiert werden, die für uns als Volk das Beste wollen, sondern es ist eine kriminelle, eine korrupte Mischpoke, die unser Land regiert. Jawohl! Die Ampel ausschalten! Und es muss auch unser Anspruch sein, nicht nur zu sagen, naja, dann tauschen wir die jetzt mal aus. Nach 16 Jahren Merkel, haben wir ja, weil es auch richtig war, gesagt, Merkel muss weg. War auch gut, dass sie endlich weg war. Aber man gibt ja den Spruch, jeder Heck wird schlechter. Und so ist es ja auch gekommen. Man braucht sich ja bloß mal dieses Kruse-Kabinett anschauen. Von Olaf Scholz, der Erinnerungslücken hat, der nicht mehr weiß, was er vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren mit den 200 Millionen Euro von der Warburg-Bank angestellt hat. Hat er einfach vergessen, ja, kann ja mal passieren. Ja, also man hat ja damals schon bei Olaf Schäuble von der CDU geunkt, als er mal 100.000 Euro in bar von irgendeinem Schweizer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, von irgendjemandem im Koffer erhalten hat, konnte sich dann nicht mehr daran erinnern. Das war ja noch, da ist ja noch in kleiner Bube im Vergleich zum Olaf Scholz mit seinen hunderten Millionen, um die es da geht, wenn ihr sich nicht mehr erinnern kann. Dann unser Annalenchen, das in der Welt rumtourt und das Ansehen unseres ehemals stolzen Deutschlands so in den Dreck zieht mit ihrer grenzenlosen Dummheit, die sie überall in der Welt hat. Weg, ab die Kämpfe!
werden. Dann diesen Kasper, der meint, jetzt den Wirtschaftsminister spielen zu sollen oder spielen zu müssen. Der noch nicht einmal weiß, dass wenn eine Firma keine Produkte mehr verkauft, dass sie dann pleite geht. Also liebe Freunde, wie kann man denn so jemanden zum Wirtschaftsminister machen? Und ich sage euch, wieso der Wirtschaftsminister ist. Nicht trotz seiner Dummheit, sondern wegen seiner Dummheit. Weil genau deswegen diese Dummheit, diese Unfähigkeit von diesen ganzen Leuten, die uns hier regieren, das ist der Garant für die Leute, die im Hintergrund die Fäden ziehen, dass hier in diesem Land alles so läuft, wie es laufen soll. Denn wenn ein Joe Biden noch im Januar oder im Februar sagt, und das Nord Stream 2 noch gar nicht so das Thema war, hat er ja schon gesagt, Nord Stream 2 wird nicht ans Netz gehen. Da hat ein Journalist gefragt, wie wollen Sie das machen? Da hat Joe Biden nur gesagt, ne, das warten Sie ab, Nord Stream 2 wird nicht ans Netz gehen. Ja, was ist ein paar Wochen später passiert? Man hat den Vorwand des Ukraine-Krieges genutzt, um Nord Stream 2 nicht ans Netz gehen zu lassen. Das sieht man doch auch als, ich sag mal, Minderbemittelter, wer hier in diesem Land wirklich die Fäden zieht. Und mein Anspruch und unser Anspruch, und ich hoffe auch euer Anspruch ist es, dass wir uns in diesem Land von dieser Macht befreien, dass wir sagen, wir Sachsen, am liebsten lassen wir natürlich, wenn wir Deutschen diesen Anspruch hätten, aber da bin ich mittlerweile auf dem Boden der Realität angekommen und verliere da keinen Glauben mehr daran, dass das nochmal passieren wird. Deswegen rede ich persönlich so noch von Sachsen. Ich möchte nicht, dass wir weiter nur am Rockzipfel der USA und ihren wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen hängen. Sondern ich möchte, dass wir als Sachsen, dass unsere Bürger im Mittelpunkt stehen, dass die hier das Sagen haben. Und wenn hier wirklich die Menschen mit Verstand und mit Logik regieren würden, dann würde man diesen ganzen Schwachsinn nicht machen. Dann würde man keine Corona-Lockdowns machen, dann würde man keine Impfpflicht machen, dann würde man keine Russland-Sanktionen verhängen. Sondern würde man klar sagen, wirtschaftspolitisch, brauchen wir diese Energieimporte aus Russland. Auch weil wir in der Vergangenheit aufgrund dieser ganzen hirnverbrannten Energiewende überhaupt erst in diese unnötige Abhängigkeit gedrängt worden sind. Denn wenn wir hier nach wie vor auf Atomkraft setzen würden, als Beispiel, oder wenn wir unsere einheimischen Ressourcen wirklich nutzen würden, von der Kohle bis zum Gas, was man auch in Deutschland übrigens aus dem Boden holen könnte, dann bräuchten wir in diesem Ausmaß gar keine Energieimporte. Ja. Aber man macht das nicht. Man hat sich jahrzehntelang darauf konzentriert, unser Land regelrecht abzufracken, unser Land zu deindustrialisieren, dass wir an diesem Punkt ankommen, an dem wir jetzt stehen. Nämlich, dass wir am Vorabend des Untergangs unserer Volkswirtschaft stehen, liebe Freunde. Ja. Und das ist kein Horrorszenario, wenn ich jetzt hier an die Wand male. Sondern jeder, der sich mal mit Unternehmern, mit Industriellen unterhält und die mal fragt, wie die überhaupt diese Energiesituation, die Preise überstehen wollen, der wird wissen, dass die alle nur mit den Schultern zucken, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Es wird, wenn das hier so weitergeht in diesem Land, eine massenhafte Arbeitslosigkeit geben. Man wird natürlich versuchen, von Staats wegen diese ganze prekäre Situation wieder mit neuem gedrucktem Helikoptergeld aus der Welt zu räumen. Man wird wieder sagen, ihr kriegt heute mal 300 Euro, nächste Woche nochmal 600, dann nochmal 900 und irgendwann 5000, nur damit ihr eure Heizkosten bezahlen könnt und ja, dass der Pöbel ja schön das Maul hält und nicht auf die Straße geht. Aber jeder, der auch hier ein bisschen mitdenken kann, weiß, dass das nur ein Spiel auf Zeit ist. Und diese ganzen hirnverbrannten Maßnahmen, die man hier verhängt, egal wie gesagt zu welchem Thema, sorgen nur dafür, dass das Elend, dass das Problem immer größer wird, dass der Problemberg, den man vor sich her schiebt, immer größer wird und die Probleme nicht gelöst werden. Deswegen ist es mein persönlicher Anspruch, dass wir das Problem lösen. Und das fängt natürlich zuerst damit an, dass wir die, die in Verantwortung stehen, die über uns herrschen, dass wir diese austauschen. Dass wir dieses Marionettenregime austauschen. Dass wir Menschen in Verantwortung bringen, die es ehrlich meinen und die aber auch einen gewissen Sachverstand mitbringen, die ein logisches Denkvermögen haben und die sich eben nicht zur Marionette von wem auch immer machen lassen. Ich darf keine Lobbyisten sein. Und wir müssen darauf achten, dass das, was wir jetzt neu gestalten wollen, denn dieses System, so wie wir es jetzt erleben, ist am Ende, da brauchen wir nicht mehr um den heißen Brei reden. Diese Bundesrepublik mit ihren Auswüchsen,
hat keine Zukunft mehr. Dieses System wird irgendwann in sich zusammenfallen. Aber auch nur, das wird auch nur passieren, wenn wir, wenn die Leute, die, ich sage ich mal, die knödische Portion Mut mitbringen, wenn die das auch wollen, wenn wir uns regelmäßig treffen, hier in Schobau, in Marienberg, in Annaberg, in Aue, wo auch immer, dass die Menschen vor Ort in ihren Heimatstädten auf die Straße gehen, dass sie beim nächsten Mal immer noch ihre Nachbarn mitbringen, ihre Freunde mitbringen. Dass wir immer mehr werden, sodass man uns nicht mal übersehen und weglächeln kann, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ich erinnere mich zurück an den Januar, wir waren in Sachsen, weit über 100.000 Menschen, die in den verschiedensten Orten gemeinsam zur gleichen Zeit auf der Straße waren. Und ein paar Wochen zuvor hat man noch Polizeieinheiten aus der gesamten Bundesrepublik hier nach Sachsen gekarrt, um die Leute mit der Straße zu prügeln. Und wir haben es geschafft damals. Der Punkt war erreicht, dass wir eine derartige Macht auf der Straße dargestellt haben, dass dieses kriminelle Regime von Kretschmer und Konsorten uns nicht mehr weggeprügelt bekommen hat. Man hat zum Schluss nur noch an zwei, drei verschiedenen Orten Polizeieinheiten hingeschafft und hat die anderen einfach in Ruhe gelassen. Und genau da müssen wir hin, daran müssen wir uns erinnern, dort müssen wir ansetzen. Das muss die Perspektive für die Zukunft sein, dass wir wieder diese Macht entwickeln und noch viel, viel mehr werden und auch wirklich den Anspruch formulieren, dass wir dieses System endlich ändern wollen, dass wir es zum Guten ändern wollen, dass wir keine Diktatur etablieren wollen, sondern dass wir diese Diktatur, die wir hier haben, überwinden wollen, diese Diktatur der Dummheit und der Idiotie. Und da möchte ich euch alle dazu einladen, macht hier in Schobau weiter mit, geht jeden Montag hier mit auf die Straße, zeigt eure Präsenz, zeigt, dass ihr mit dieser Politik nicht einverstanden seid und vor allem redet mit euren Freunden, mit euren Bekannten und sagt, kommt montags mal mit, seht es euch mal an, hört es euch mal mit an und ich kenne keinen, der es jemals bereut hat, Montagabend auf die Straße zu gehen. Die meisten sind stolz darauf, Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein. Und ich selber, ich bin auch stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, jetzt nicht konkret hier in Schulbau, aber allgemein mit dieser Gemeinschaft, die eben erkannt hat, was in dem Land alles schiefläuft und die dagegen ankämpfen will. Und ihr müsst auch nicht in jedem Punkt einverstanden sein, was ich gesagt habe. Ich bin auch bereit, mit allen, mit jedem über alles zu diskutieren. Es gibt für dieses und jenes gute Argumente und auch Gegenargumente. Deswegen möchte ich auch nochmal die Bitte an euch richten, dass wenn man vielleicht mit dem einen Punkt untereinander mal nicht einverstanden ist, dass man da nicht gleich ja, einen großen Proporz drum aufbaut und sagt, ja, mit dir kann ich jetzt nicht, sondern wir müssen auch alle gemeinsam lernen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, dass wir die Gemeinschaft in den Fokus rücken und nicht das Trennende, liebe Freunde. Denn das ist genau das, was die, die uns beherrschen wollen, die Divide et impera, teile und herrsche, das alte römische Herrschaftsprinzip. Man hetzt die Leute aufeinander los und redet denen ein, sie sollen sich gegenseitig miteinander beschäftigen. Aber nein, liebe Freunde, wir sitzen alle in einem Boot, wir müssen alle an einem Strang ziehen und wir müssen gemeinsam für eine bessere Zukunft in unserem Sachsen streiten. Jawohl. Herzlichen Dank.